Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zum Einstimmen in der Küstenhöhle. Wir haben da unten ja noch einen Doppelboss-Fight, den ich jetzt erledigen möchte. Ich bin jetzt irgendwie gehypt, nachdem wir die letzten Bosse ja doch recht gut. Ich rede in der Mehrzahl. Diesen Löwenbiest irgendwas doch erledigt haben, habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Boss-Selbstvertrauen. Okay, wir sind einfach nur mehr ein fucking Tank. Ja, ich meine, ich feiere das gerade voll. Es ist halt ein Anfangslevel-Boss. Und als Bettlerin, als Halbnackte, hat man halt dementsprechend wenig Chancen. Da gibt es nichts zum Looten. Aber einfach, damit wir das erledigen können. So, mal schauen. Wir haben unseren Bogen aufgerüstet. Wie sich unser mächtiger Schuss auswirkt. Wusch! Alter! Nice! Na komm her. Schneiderei-Werkzeug. Ja, ihr braucht jetzt nicht glauben, es tut mir leid. Ich habe mit euch jetzt keine Rücksicht. Also. Ja, mein Hirn ist in Reptilienmodus in solchen Fights. Ich konzentriere mich dann nur aufs Muskelgedächtnis. Oder nicht einmal wirklich aufs Muskelgedächtnis, sondern ja, ich übergebe einfach die Kontrolle. Meine Muskelgedächtnis, mein Hirn schaltet aus. Und das braucht dann immer ein bisschen, bis wieder zurückkommt. Es bootet im Moment gerade. Ich habe kein Mitleid mit euch, wollte ich sagen. So. Kommen wir da jetzt vielleicht wirklich rüber auf die Insel? Das wäre ja super geil. Und was ist das Schneiderei-Werkzeug? Das möchte ich mal ansehen. Werkzeugsatz. Ermöglicht das Anpassen von Rüstungen an Orten der Gnade. Oh. Okay, alles klar. Ich denke mal, damit werden wir Kriegsasche auch auf unsere Kleidung verteilen können. Ich mag das Konzept mit der Kriegsasche und so. Schwelender Schmetterling. Oh, das kam mir überraschend. Wo sind wir denn jetzt? Wir kommen auf die Insel. Das finde ich geil. Wir haben einen Weg zur Insel gefunden. Das war die Höhle, die wir gesehen haben. Uhu! Na dann! Mal schauen, was uns hier erwartet. Was bringen uns eigentlich die Krabben? Mittagssnack. Gegen die Kleinen traue ich mich ja. Die Großen sind die, die mir Sorgen machen. Gar nichts? Die bringen uns gar nichts. Naja, okay. Na dann, euer Glück. Lass ich euch krabbeln. Okay, ich sehe zumindest mal ein Bonfire, dann holen wir uns das. Ah
Was ist. Oh, eine weitere Kirche. Ich dachte eigentlich, vielleicht ist es nur eine normale Ruine, aber. Ort der Gnade berühren, dann können wir das gleich ausprobieren. Kleidung anpassen, da ist es. Voranpassung, Nachanpassung. Wählt das Kleidungsstück aus, das ihr ändern wollt. Ja, leider habe ich jetzt kein Kleidungsstück, außer das, was ich anhabe. Warum kann ich das, was ich anhabe, nicht ändern? Kirche der Drachenkommunion. Das ist eine gute Idee, wenn wir da jetzt das an den Altar untersuchen. Ritual der Drachenkommunion. Ich glaube, da dreht man dann irgendeinem Eid bei. Mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Gut, das macht sicher keinen Sinn, da hochklettern. Ich weiß es nicht, also einem Eid möchte ich nicht beitreten. Aber das wirkt halt danach. Und wirklich Loot liegt da auch nicht rum. Gut, das können wir uns ja noch überlegen. Wir sind zumindest mal da, wir haben auch ein Bonfire, wir können jetzt immer schnell hinreisen, wenn es denn notwendig ist. Nein, nicht runterkicken, draufsteigen. Ich wollte das einsammeln. Naja, okay. Ach ja. Da geht's dahin. Kopf der großen Libelle. Hey! Das ist die Rache, weil ich so viel von euch gejagt habe, hä? Na gut, also die ganze Kirche ist quasi nur da für den Eid der Drachen. Okay, es sind sowieso nur goldene Runen 1. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon irgendwie auf einer Spezialinsel sind, dass wir irgendwie coole goldene Runen bekommen. Oh, ich wollte schon sagen, und wieder wirklich Loot liegt, aber nein. Warum leuchtet denn die Nachricht so? Im Osten liegt die Kathedrale der Drachenkommunion. Ein Ort, an dem sich die Kraft der Drachen sammelt. Ja, ich meine, da oben liegt da wirklich was. Reizen würde es mich ja schon. Warum FromSoft? Versteckt sie da oben einfach nur Fleisch und nicht irgendwas Cooles? Ich habe doch da so ein Dings gehört, oder? Moment, ich bin mir ein, ich höre da so ein Glockending. War nur eine Einbildung. Waren wir da unten? Na da? Wusste ich doch. Dunkelschmiedestein. Da ist nichts. Dead End. Da ist auch nichts. Na gut, dann zu meinem eigentlichen Reiseplan. Oh, ich muss mich bequemer hinsetzen. Die Gegend da. Das heißt, wir fangen da bei der Heiligenbrücke an.
und schauen mal, was sich dort noch versteckt. Das rote Gebiet, das möchte ich mir für eine eigene Folge dann in Ruhe angehen. Ja, den kriegen wir locker down. Schauen wir mal. Die tritt ziemlich am Rad. Fühlt sich jetzt nicht heldenhaft an gegen den irgendwie. Refugiumstein. Naja. Er hätte es uns schwerer machen können. Oder sie, je nachdem. Keine Ahnung, wer hinter dieser komischen Glocke versteckt war. Schmiedestein 1, wir brauchen Schmiedestein 2. Willkommen in Limgrave again. So, wollen wir reiten oder wollen wir gehen? Wir reiten. Händler? Ich kann dich zum Musiker. Oh dear. Am I? I'm terribly sorry. Are you here as a customer? Kommt drauf an, was du hast. Handbuch des nomadischen Kriegers erweitert. Nice. So, Ansicht umschalten. Nein. Ja, wir können da nämlich vorher lesen, was wir tun können damit. Eingelegter Schildkrötenhals, naja, wer es braucht. Knochengiftpfeil, Knochengiftpfeil gefiedert und Giftbolzen. Ist okay. Gift ist nie verkehrt auf den Pfeilen. So manche Drachen habe ich damit schon erledigt. Ja, nehmen wir. Kurzschwert. Flammende Gespanne. Eine Notiz verkauft. Weitere. Ja, okay, da müssen wir dafür zahlen. Flammende Gespanne. Ja, egal. Banditenmaske. Gesprungener Topf. Ah, okay, das erhöht kurzzeitig die Ausdauerregeneration. Dieser Schildkrötenhals. Naja, gut, können wir selber machen, brauchen wir nicht kaufen. Oh, I must apologize. I'm afraid I've very little to offer. Macht nichts, du hast uns Rezepte angeboten. Die sind schon cool. So. Ich muss halt tierisch aufpassen beim Durchreiten, damit ich nicht wieder so wie beim damals bei der ersten Durchreitrunde wirklich die Hälfte und mehr übersehe. Wie da zum Beispiel, da unten. Ich glaube, wir waren da sogar schon mal. Da brennt ein Feuer. Nummer 5. Das könnte ein Händler sein. So, was liegt denn auf unserem Weg? Nummer 1 ist das erste, beziehungsweise Nummer 4. Eigentlich ist Nummer 4 das erste für uns. Ja dann, reiten wir mal direkt zu Nummer 4, einfach quer durchs Gemüse. Ja, normale Skelette. Die kennen wir ja schon, die sind jetzt nicht so wild. Trinas Lilie, beschützt von Skeletten. Okay, scheint so, als wären die Skelette in der Gegend die Standardgegner. Bei dem Baum waren wir ja in der letzten Folge. Schauen wir mal, vielleicht versteckt sich da oben auch noch irgendwas Cooles. Kommen wir nicht hoch.
Na, vielleicht doch. Schöne Aussicht, aber sonst nicht mehr da ist was. Moment, habe ich das auf dem Plan? Da hinten die beiden Ruinen? Okay, das liegt eh quasi mit unserem Einsatzziel zusammen. Pferdchen. Totenwasserdorf. Sicher wieder einen interessanten Keller. Okay, der hat eine Sense. Wir sehen uns mal um. Oh. Ich bin im Wasser. Ich wollte nicht ins Wasser fallen. Ein hübscher Teich. Der ist cool. Greift uns der jetzt an? Ich meine, ich kann ihn markieren. Das ist ein Boss. Ich meine, sein Problem ist, dass er auf seinem Boot relativ langsam unterwegs ist. Und ich bin da jetzt ziemlich hemmungslos eigentlich, weil der pfeift sich da eine Verstärkungseinheit nach der anderen zu sich. Das sind wir händisch ziehen besser. Okay, wo ist er? Wo ist denn der jetzt? Da hinten fahrt er runter. Ich sage euch was. Mit dem werden wir jetzt nicht lange mal umfackeln. Keine Ahnung, was er aus der Nähe kann, aber... Kann eigentlich gar nicht. Oh, naja gut, ich meine. Mein Pferdchen! Oh mein Gott! Oh, 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 shit, 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 shit.
Lustiger Bossfight. Pferdchen! Gegner zu Fall gebracht. Ist okay. Ich hätte es nicht anders erwartet. Todeswurzel. Ist ein Schlüssel. Asche das Skelett mit Miliz. Oh, 5609. Wir könnten leveln. Oder? Ich weiß es nicht. Wir schnappen uns mal dich. Das ist unheimlich. Da ist er. Ja. Erwischen müsste man halt. Okay, bei dir. Dachte ich eigentlich, dass du schon tot wärst? Gibt's keinen Keller? Mit einer coolen Kiste, die uns wieder irgendwo hin teleportiert, wo ich dann wieder fluchen und schimpfen kann. Aber der Schifffahrtsboss, der war cool jetzt irgendwie. Totenwasserdorf. Naja, dann gehen wir es der Reihe nach durch. Würde mich echt wundern, wenn es da gar nichts gibt. Warum leuchtet das da drüben so? Naja, sorry Schildkröte, ich kann jetzt Schildkröten-Dings machen. Fühlt sich schlecht an. Wir haben keine Steinwertschlüssel. Verdammt. Schade eigentlich. Muss ich mal merken. Ich schreibe mir das dann nachher auf die Liste auf. Hoffentlich. Loot. Schmiedestein 1, ja, zu kleiner Schmiedestein. Ein paar Lilien. Ah, ich finde der Bossfight war cool jetzt. Komische Wurzel. Ich vertraue der Stimmung nicht ganz. Ich warte noch immer auf das große Superskelett, das jetzt dann irgendwie über uns herfällt. Aber das ist tatsächlich etwas frustrierend. Da tut sich nicht viel. Also frustrierend, ernüchternd. Ich dachte, wir kriegen noch mehr. Na gut, merken. Totenwasserdorf, da war eine Öffnung, wo wir ein Keller, wo wir nicht rein konnten.
Na dann, weiter zur Nummer 1, die jetzt von uns aus gesehen dort liegt. Pferdchen! Vielleicht findet man da was Cooles. Tjo, auch nicht. Schade. Na gut. Da irgendwelche Auffälligkeiten. Naja, dann reiten wir mal zu 3 weiter. Und dann sind wir eh schon. Ich möchte da noch in das Gebiet möchte ich jetzt noch nicht ganz noch nicht ganz rein, wobei es theoretisch als nächstes auf der Liste wird stehen. Das haben wir alles. Was wir natürlich auch schauen können, ist da hinten. Seeklippen. Nächste Folge Seeklippen und die Folge mal jetzt den Bereich jetzt noch abchecken. Richtung 3. Dort lang. Zumindest der Lost Grace würde ich gerne finden. Oh, wir brauchen Tierknochen. Ist wegrollen. Ich meine, ja, es hilft ihm nichts, aber naja. Augen offen halten nach einem Lost Grease. Kirche. Invasion. Scheiße. Okay, wir müssen aus dem Gebiet raus, weil wenn ich jetzt drauf gehe, 5853 Seelen sind arg viel. Ich kann mir keine Hilfe holen. Anastasia! Die ist ziemlich arg unterwegs. Und teilt ordentlich aus. Damit hättest du nicht gerechnet. Ich aber auch nicht, liebe Anastasia. Danke für deinen Besuch. Beehren Sie uns bald wieder. Anastasia, die Befleckte, ist tot. Ich werde sie nicht vermissen. Dann können wir uns jetzt gleich umsehen da. Lost Grace, passt. Schwelende Kirche. Oh, vielleicht kriegen wir ja noch so ein Purpurfläschchen-Dingsi. Handbuch des Missionars. Handbuch des nomadischen Kriegers. Geil. Und wir haben ja in der letzten Kirche, das habe ich ja glaube ich auch noch nicht verwendet. Ha! Moment. Flaschen. Flaschen verstärken. Heilige Tränen nicht im Inventar.
So, Zauber lernen. Flammenschleuder. Aber Zauber ist doch. Ist doch mit Zauberstab und nicht mit der Glocke. Ach, ich weiß es nicht. Ich möchte das einfach nur mal ausprobieren. Wir müssen in unsere Küste. Vielleicht können wir die Lederrüstung geil umformen, so zur Truhe wechseln. Weil die schaut schon cool aus. Lederrüstung. Und wir nehmen die Bürgerkleidung mit dazu und jetzt schauen wir mal, was wir tun können. Kleidung anpassen. Wieso kann ich nur die Bürgerkleidung anpassen? Und vor allem, womit? ...5-3... und nach Anpassung? Ich check's nicht. Das sehe ich mir offline in Ruhe mal an und hoffe dann beim nächsten Mal mit einer vernünftigen Erklärung aufwarten zu können. Ich wollte eigentlich, ich habe mir gedacht, wir können vielleicht die Lederrüstung irgendwie mischen mit einem Kettenhemd oder so und die dann so richtig cool machen. Aber naja, Kriegsasche. Ah, wir haben was anderes. Wir haben 8510 Seelen. Stärke. Jetzt gehen wir die Stärke nochmal hoch. So, und dann eigentlich werde ich nur mehr zwischen Geschick... Kondition müssen wir beim nächsten Mal hochbringen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Was wollte ich jetzt? Sieht halt cool aus. Nach rechts wechseln. Der Magier ist jetzt Asche des Zauberadeligen, das ist etwas mühsam. Und wir haben ja da jetzt Asche der Skelettmiliz. Nimm mal die. Qualle mag ich irgendwie, die ist cool. So, gut. Ja, da jetzt einfach das Gebiet entlang. Ich meine, da waren wir ja schon mal ganz kurz drinnen. Da wurden wir jetzt entführt, damals zum Kristallturm Celia. Wir reiten einfach da mal die Stelle weiter. Totenwasserdorf war das mit der Nebelwand. Und dann können wir uns wirklich... Naja, 33 Minuten... Nächste Folge entweder Brunnen im Siofra mal näher umsehen. Ist ja doch auch noch Anfangsgebiet. Ich hoffe, dass das nicht allzu derb ist da unten. Godric haben wir ja auch noch vor uns. Da. Beziehungsweise da noch ein bisschen rumraiden. Oder da oben die Seeklippen weiter erkunden. Wir reiten jetzt mal da Richtung 2. Da oben ist auch eine Burg. So. Das da? Habe ich mir das angesehen? Nein, habe ich nicht, weil da hat uns diese komische geradet. Fürst Godfrey am Ende seiner Kampagne. Seine goldene Armee unbesiegt und stolz. Findet jedoch verlorene Gnade, ruiniert und verblasst. Mhm. Goldene Rune 1. Und halt die ganz kleinen Runen. Gut, Sackgasse. Irgendwie will was nicht, dass wir da diesen Wall über Kehlet. Da war ein Bonfire. Gut, zu dem kommen wir ja recht schnell. Das muss ich mir jetzt nicht unbedingt holen. Wo habe ich denn unseren Markup 2 gesetzt? Okay, das ist nur ein Friedhof, den müssen wir jetzt auch nicht unbedingt raiden.
Naja, schnappen wir uns das Bonfire. Beziehungsweise schauen wir uns da kurz um. Wie gesagt, Kaelid möchte ich noch nicht jetzt angehen. Dann doch lieber in der nächsten Folge, da hätte ich mehr Bock drauf. Die Quelle von Celia. Oder ich merke mir den Namen halt nicht. Wow! Okay, 5 Schläge. Ich habe jetzt nicht mitzählt, aber immens viel Schläge. Ja, ich glaube, das Gebiet ist einfach noch zu hart für uns. Was ich vergessen habe zum Nachsehen. Objektherstellung. Wir haben ja einiges eingesammelt. Aber ja, hauptsächlich Pfeile und so. Blutfett. Ein Feuertopf könnte man machen. Ja, machen wir noch einen. Ich habe, glaube ich, 4 im Inventar. Machen wir 5. Das sind halt so kleine Sprengbomben. Dann nehmen wir dich noch mit. Heranwachsender Schmetterling. Okay. Guten Tag. Es fault. Alles fault mit Scharlach. Der Boden, auf dem Kaelid steht, und Celia statt der Zauberer. Wir sind alle dem Untergang geweiht. Ja, da hat man diesen coolen Scharlach-Fett-Dings gefunden, der uns dann tatsächlich letztendlich gegen Margit ordentlich geholfen hat. Vielleicht. Scheiße. Vielleicht finden wir ja ein Rezept, dass wir das selber craften können. Wäre auch cool. Jetzt sind wir tiefer drin, als ich eigentlich wollte. Boah, ist das unheimlich, das Spiel. Und nicht alleine. Okay. Gut, also es hat sich gerade übrig. Kaelid ist noch etwas too much für unsere Fähigkeiten. Much too much. Naja, dann reisen wir mal zur Quelle, würde ich fast sagen. ist jetzt hängen geblieben. Es lädt nicht mehr. Game Crash? Na gut, 38 Minuten. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch aufnimmt. Wir sehen uns nächste Folge dann bei der Quelle von Celia und so. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.